Ja, also dann sage ich so mal als Laie, das macht doch eigentlich Sinn. Wir haben 1 Million Flüchtlinge allein aus der Ukraine. Wir haben 2 Millionen aus dem arabischen Raum, kommen über das Mittelmeer. Die sitzen alle in irgendwelchen Flüchtlingsheimen und kriegen keine Arbeit, weil keiner sie sucht und noch keiner da durchgeht. Und mancher deutsche Arbeitgeber sagt sich, lass mich doch da mal hingehen. Ich suche gerade in meinem Betrieb jemanden und lass mich doch einfach mal fragen, was kannst du? Ja, und wenn man das zur Arbeitspflicht macht, das heißt, da müsste man sie ja erstmal registrieren. Klar. Wer kann was und wer steht in welchem Alter für was zur Verfügung? Machen wir das eigentlich? Also meine Erfahrungen sind, dass man das natürlich bei der Asylantragstellung, wir reden jetzt ja über Flüchtlinge, also Schutzsuchende, Leute, die nach dem Asylgesetz einen Antrag stellen oder Genfer Flüchtlingskonvention sich jedenfalls äußern und sagen, ich kann nicht zurück in mein Land, weil... Ja, die Ukrainer, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, die Ukrainer fallen nicht unter Asyl. Genau, aber die sind nach 24 Aufenthaltsgesetz, da gibt es eine Sonderregelung. Im Kern ist es was ganz Ähnliches von den rechtlichen Hintergrundsregelungen. Aber die fallen da nicht runter, das stimmt. Aber genau bei diesen Aufnahmeprozessen müsste man eigentlich schon mit den Leuten ganz konkret ins Gespräch sehen. Ja, aber ich denke, das geschieht. Ja, was bist du vom Beruf? Genau, das wird auch oft angegeben, das stimmt. Das sehen Sie auch bei den Aufnahmebögen, aber dabei bleibt es dann auch. Man müsste eigentlich sagen, was hast du gemacht, was hast du gelernt, welche Einsatzmöglichkeiten für dich selber siehst du hier in Deutschland, wofür würdest du zur Verfügung stehen? Und man muss es ganz offen sagen, wenn da eine junge Frau kommt aus Afghanistan und sagt, ich kann nicht zurück und sie hat irgendwie die Möglichkeit, eine Kinderbetreuung zu machen oder in der Küche mitzuhelfen, warum denn bitte nicht?